Regierung, deswegen, ist natürlich Quatsch. Hoffentlich kennt sich noch einer von euch gut mit Aircon aus. Ich bin da nämlich ein Nabbel. Ja. Na, unser altes BW-Skript wurde von der MST-Seite geladen. Wir haben letztens haben wir mal Tour und Tour ein paar gemacht. Im Grunde haben wir eins gewonnen Also ich von weiß nur, fünf hier oder auf so. dem Server sind die ESL-Configs drauf. Aber lad die mal. Ich habe einen Server, ich habe einen eigenen. Warum miete ich dann einen? Nee. Nö, Sankon hat ja einer da gesagt. DWFW. Wie? DWFW. Charlie Whisky, Foxtrot Whisky. Also klar, war von War. Na gut, das Aircon-Passwort ist noch komplexer. Heideblitz. Wuhu, das Spiel Ich habe immer beginnt. Pepsi 1, 2, 3. Für den Ballerbude-Server von Battlefield. Und ich habe mal wieder den besten Ping. Ich wollte schon sagen, ich habe einen guten Ping. Habe ich. Gut, der stammt auch von der Konkurrenz. Hä? Steht bei Ihnen im Keller, bei so einem Ping. Nee, der steht in Frankfurt. Dem besten Bundesland. Okay. So, wie sieht's aus mit Settings laden, Karte laden und dann frage ich mal im IRC. Was war das? Der Stream. Heideblitz. Da kommen ihr Altgedienten. Ihr müsst doch wissen, was der Heideblitz ist. Ja, ich mache lieber nur einen Restart. Lol. Okay, Warum es lässt hat mein Game? geklappt, okay. Ja, gut, Frage. Settings ist so eine gute Frage. Was sind die Settings? Ich fange jetzt bestimmt nicht an, meine 3 und 3 Settings, oder? Warte mal, ich muss mal gucken. Hier auf dem Server existieren die ESL33-Settings. Und wie lade ich? Wie du eine Config, irgendwie Gut, wie Config heißt denn exec33. die? Wie heißt denn die Config? Das geht darum, geht's eher. ESL33.cfg. Bin auf dem Server drauf schon ESL33-CFG. Das weiß ich. So, dann müsste es jetzt geladen sein. Mal sehen, was die Zeit sagt. Ja, das sind sie. Okay. Dann, welche Karte denn überhaupt? Ob Pool der drauf ist, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ist nicht drauf. Auweia. Nein. Duke. Okay, dann So, schalte ich Settings, ja, mal Settings ist noch den. geladen. Ich gehe jetzt ins IRC. Jo, und ich schalte den Stream mal live. Ist ja wirklich Fade to Black an. Na, so gehört sich's. So, Fade to Black ist aus und das hat mich alle angeschrieben. Warte mal, Passwort war CF oder soll ich es ändern? CWFW. Soll ich es ändern oder Kannst du soll es ich es auch nicht? in,
kannst du doch ändern. Dann nein. Dann nenne ich es FW. Passwort ist jetzt FW. Oh Mann, warum leckt das Spiel so bei mir jetzt neuerdings? Was war da einer? Ja, ich habe gefragt, see you on, aber es kommt keine Antwort. Dann werde ich das Passwort jetzt mal ändern und werde den anderen nehmen. Gucken hier im Task Manager. Kann es denn, dass das Spiel ruckelt? Bei mir ruckelt. Go. Passwort ist FE2. Na gut, an der Auslastung kannst du nicht liegen. Beim Xeon den reicht das nämlich gerade gar nicht. Oh, viel hast du aber nicht mehr. Ja. Siehst du, tot bist du. Jetzt Musik dazu an. Ich hab Musik an. Twitch darfst du? Nee, darum eigentlich nicht. Geht es eigentlich eher darum, dass ich höre im Spiel und nicht. Ich hier nicht streame. Ja. So, ich mach drei Restarts, ne? Ich hab Lowe gesucht, ob die low sind, weiß ich aber nicht. Auf WhatsApp ist ich hab das Gefühl, ich schreibe mich einfach irgendeiner an, Hauptsache ist einer da. So, einer geht Cutters, einer geht raus. Also nicht Cutters, sondern rechts die Schräge runter. Rampe ist es genau, einer geht auf den Catwalk und ich gehe vorne zum Eingang. Ich muss sagen, Matt fängt an und gleich fängt Stronger von Britney Spears an, also das passt. Pommes ist auch noch leer. Draußen, Eingang. Vorderhalle, Eingang. Draußen ran machen. Aber nicht raus ran. Wir müssen rein. Bei draußen. Ich stand vorne am Eingang, weil als sie gekommen sind. Na, das habe ich auch schon gesehen. Und die draußen sind, dann lass sie draußen. Ja, das kannst du ruhig machen. Aber die müssen die Bombe legen. Auf dem Dach, oder? Ja. Draußen. Halle. Vorraum. Alle drei, alle. Ah, ich kann nichts machen.
Ich bin zu sehr gewohnt, jetzt CSGO und CS1.6 zu spielen. Ja, ich. Falsche Taste. Wolltest du ihn spotten, ne? Ja. Man kann es ja mal versuchen. Ich nehme mal die Scout und gehe wieder raus. Ich sag mal, bei Source und bei Go ist es ja so, dass du immer automatisch die volle Munition hast beim roten Start. Da musst du keine Munition mehr extra kaufen. Okay. Ja. Ah, Mist. Draußen nichts. Bei mir draußen. Eingangshalle. Lol. Also die sind nie im Leben lau. Dafür spielen die zu ausgeblufft. Also in der zweiten Runde sind sie oben übers Dach gekommen. Dann gehst du raus. Peinlich. Nein. Die laufen Rampe, also der hat mich an der Rampe angeschossen, da von außen rein, mm-mm. In die Haupthalle. Ich bin Rampe. Ich bin auch schon vorgelaufen, hier ist nichts. Da ist schon was runtergefallen. Ah, Mist. Haupthalle, Haupthalle. Bin Pommes. Mach doch einen, das ist in der Haupthalle drin. Ne? Naja gut, ich hätte vielleicht auch weiter hinter der Kiste bleiben sollen. Bombe liegt. Bombe gepickt. Rechts. Oh, lol. Ey, nur am Rumhüpfen. Okay. Flash aus Pommes. Bombe wird gelegt. Hallo. Ne. Ne, die ist in der Halle.
Er macht Ich schon. führe es durch. Unter dir stand er. Draußen war einer. Draußen ist noch einer. Ich bin Funkraum. Sorry. Lava. Habt ihr Source oder Go schon oder müsstet ihr euch Source habe ich. Aber Jetzt die Chance. Go ist jetzt im Angebot. Wir haben jetzt hier Herbst Sale. Für 5 Euro. Vorraum. Guckt ihr eine Rampe? Danke. Es guckt keine Rampe, oder? Rampe. 2, Bombe durch. Bombe durch eure Rampe. Gehen B. Bombe liegt im Schacht. Ja, unten. Zumal bei CSGO, aber im E-Sports-Bereich wohl sehr viele Cheater unterwegs sind, wa? Also ich meine auf professioneller Ebene. Ja. Also ich habe letztens habe ich ein paar News so dazu gelesen, dass bei unserem Event sogar derjenige, der es veranstaltet, die eigenen Mäuse stellt, weil die Leute wohl sogar die Cheats in der Maus geladen haben. Ja, na gut, das damit hat das Spiel Smog. Ah ja, gut, damit. Pommes, Bombe oben, Bombe oben. Komm hoch. Noch eine Bombe. Ich hab mich. Sauber. Keine Ahnung. Ich habe jetzt heute mal eine Runde Go gespielt, auch im Livestream. Es macht schon Spaß, aber Problem ist, wenn du Wettkampf spielst, so ein bisschen in einer Random-Gruppe. Ich bin defensiv. Alle. Einer tot. Halle, oder? Klingt wie unten. Ja, sag ich ja unten. Unten links. Ja, okay. Kann
Kannst du mal versuchen mit dem Tactical-Schild. War bestimmt gut. Klingt wieder draußen. Oh ja. Ne. Kleckige Kopf. Ich geh raus. Alle? Ich bin Schacht. Naja. Sauber. Habe ich euch hier blendet? Okay. Sauber. Doch war es gar nicht vorbereitet. Achso, 12 Runden sind vorbei, ja. Oder wird 15 gemacht. Okay. Na, ich geh mal raus. Das klang wie Halle. Wir haben was aus Pommes. Löcher aus Pommes. Bombe oben. Bombe legt. Einer linke Seite Schacht. Pass auf. Lol. Nein, der hat durch die Wand geschossen gehabt, deswegen. Ich hätte auch nicht viel machen können gegen ihn, meine Waffe war nicht geladen. Ja, ist er. Unten ist sauber. Oh, schön. Geh wieder raus. Das klingt wie Pommes. Tür. Ja, die sind noch Vorraum, glaube ich. Ich stehe draußen, ich sehe es halt nicht. Ich höre es noch. Flash, Haupthalle. Nee, ich bin draußen. Ja, damit hat er nicht gerechnet.
37 Sekunden noch. Deckst du unten? Gut, wir sind oben. Alle. Dauer. So, vorbei, ne? Wie macht man nochmal Teamwechsel? Also. Ja, wenn wir das nicht hatten. Na, obwohl SV Restart kriege ich noch hin. Okay. Auch wenn ich der Meinung bin, dass die Waffen besser auf kurze Distanz sind. Ja, wir gehen raus. Okay. Die hauen wir uns doch selber an den Kopf nur. Oben auf dem Kettel. Genau, das habe ich mir gedacht. Hier sind wir mit Granaten in der Hand. Der ist reingerannt. Lol. Okay, Eko. Oh, und ich wollte mir gerade eine Diegel kaufen. Nein, wir gehen jetzt ganz langsam hier rein und gucken, ob sie uns rushen. Guck mal, da kommt die erste Granate. Lass sie ihre Granaten werfen. Pass auf, Catwalk, oben war einer. Wir gehen da durch, ja. Von hinten kam einer. Ja, von hinten. Ja, den hat Leiter, ne, von der Leiter. Schade. Ach, das Geld raus. Nervt. Das gelbe Blut hier. Ich spiele auf Englisch. Eingang. Okay, one on one. Scheiß Fenster, sehe ich wieder nichts. Ich muss auf die Bombe legen. Ja, da war er. Ich glaube, die verarschen uns nur. Das sind keine Lows, also nie im Leben. Ich glaube auch, die verarschen uns nur. Das ist halt das Schöne. Drei Runden gewonnen und spiel mit USP, glaubst du nicht. Das ist halt das Schöne an CSGO, wenn du dann in den Wettkampfmodus gehst. Du musst 10 Spiele gewinnen, dann wirst du in eine Leistungsklasse eingestuft und dann sucht CSGO eigenständig Gegner, die deinem Skill entsprechen. Ja. Den draußen hast du? Thank you.
Luckshot. Ich glaube, er meinte meinen Schuss. Draußen. Du musst doch die Bombe mitnehmen. Ja, wer hat sie denn gehabt, ey? Die liegt an der Tür. Lol. Ist klar. Kommt auch mal erst ein HE. Oben Kette seiner, Eingang ist einer. Hier kommt Pommes jetzt was. Jetzt ist er im Schacht. Zwei draußen am Eingang, wo ich es jetzt halt. Kommt Tür. Ne, wir haben nur Tür. Du, hinter dir ist die Bombe. Das ist nicht klar. Sie sind nicht in der U-Bahn geboren, ne? Geh mal runter. War denn der Rundenstand eben? 8-7 für uns war, soll sagen. Ich glaube, im Schacht ist einer. Ich habe auch nichts gesehen, ich habe einfach nur reingehalten. Am Eingang sitzt er doch meistens. Wobei, wenn er nah war, wahrscheinlich nicht. Ich sitze jetzt erstmal wieder oben und gucke, wer kommt. Okay, oben runtergesprungen auf Pommes. Komm, wir gehen runter. Ja, ja, runter, runter, runter. Du legst die Bombe. Oh.
Irgendwo, wo du sicher bist. Was? Der ist bei mir? Hinter der Tür ist er. Da, wo ich reingerannt bin. Wie kommt der denn da hin? Da gibt's doch einen Umweg von hinten rum. Ja, ja, hinten, aber dann hätten wir die Tür gehört. Muss er ja auch durch. Das sind Faker, die spielen dafür zu taktisch. So abgeklärt. Und dann noch dieser hohe Ping. Schlechtes Aim? Nicht unbedingt. Das glaube ich nicht. Die haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass die mittlerweile irgendwelchen Scheiß machen. Du siehst ja mit Messerrennen und so weiter. Warum habe ich eigentlich die Bombe und bin alleine hier? Wo? Oh. Ja, lol. Was meine ich hier? Der guckt. Ja, als ob ich jetzt irgendwas 30 hier. Das ist super. Super. Das meine ich. Guck dir mal, was die für Schüsse. Die machen überwiegend Headshots. Und Laus machen nicht nur Headshots. Ja, ich glaube auch nicht, dass es Laus sind. Ne? Ja. Also bei mir als See ist es wirklich so, da antwortet kaum einer. Und wenn du was reinschreibst, kannst du eigentlich wissen. Irgendeiner nur, der online ist, der fragt dich. Das war ja nun zu low. Das war ja nun Witz. Hätte ich auch gegen Bot spielen können. Das ist halt das Schöne an CSGO. Beide dort. Lol. Alle drei. Ja, alle drei Radioraum. Zum Beispiel diese Flash, also beim besten Willen. Sie unter den Truck legen. Geht ihr runter, oder? Von hinten kommt einer Radio. Habe ich. Bist du an der Leiter? Wo ist die Bombe eigentlich? Ist die unten? Die habe ich unten. Okay. Oh lol. Der sitzt unten in der Halle, unten links, wenn du reinkommst. Ja, das ist, weil die sich jetzt keine Mühe mehr geben. Eingang alle. Oben Halle. Ah.
Quest zu beenden. Also die haben bei mir alles gemacht, aber... Hey, du, ich hab dich nur angeritzt immer. Ich auch nur einmal. Ja, aber ich sag, da lohnt sich doch schon CSGO. Gut, wa? Da. Ja. FE2 war. Ah, ich mach mal FE. So. Das 3. Ja. Gibt's da zum Glück nicht so viele. Wahrscheinlich. Naja. Wenn du das jetzt mit anderen Spielen vergleichst, mit Battlefield 4 oder so, glaube ich das eher weniger. Naja. Gegner müssten kommen. Das ist ja mal Ruhe. Das ist ja mal Ruhe im Puff. Und die Diegel nehme ich auch gleich mal. Wo ist Ankron eigentlich? Das kann gar nicht sein. Die Bombe liegt ja. Oh. Lacker. Ach, rübergehen? Wir fangen ja mit Terra an, wa? Okay. Das ist ja das Geile, du machst da, wie heißt das? Doch, weil es wird immer ein Durchschnitt von einem kompletten Team dann genommen, die in der Gruppe sind. Das geht auch so gut? Das klappt wirklich gut. Also ich habe jetzt mit Leuten mal gespielt, die auf meinem Skill waren, also unterirdisch. Und was ist jetzt, wenn jemand, der das schon länger spielt, mit jemandem spielt, die zum ersten Mal quasi das Spiel anfangen, dann wird das System schon Probleme haben, oder? Weniger, wie gesagt, es berechnet es geht immer CT-Spawn. Vom niedrigsten aus. Ja, ich sag's nur. Es geht vom niedrigsten aus. Oh geil, eine Bombe! Ja, Arma 3. Was, altes du? Live spielen, weißt du doch. Teppich, ich weiß. Mann, ey, warum wird aus Arma immer nur dieses scheiß altes Live rausgekommen? Oh, immer das altes Live. Dann halt Arma 2, DZ. Altes Live. Lang. Gut, dann nehme ich nicht altes Live, dann nenne ich im Breakpoint. Noch schlimmer. Ey, er hat lang gesagt. Hast du gehört? Spielt King of the Hill. Er hat lange gesagt, er wird lang, werde ich jetzt sterben. Pass auf. Nee, der ist nicht. Der ist kurz, der kommt. Das reicht, wenn er scheint. Der genau erst seine eigene Leute. Los, der Christa. Oh, das hast du gut gemacht. Wo ist der Diffuser? Ich stehe vor mir aufgenommen. Ja. Hast du schon altes Live gespielt?
Ich habe schon, ich habe auch meinen eigenen Server gehabt, aber das ist dermaßen scheiße. Weil die Leute fangen nach einer gewissen Zeit nur an rumzutrollen. Ja gut, du brauchst halt einen Server, ne? Der ist dementsprechend, oder beziehungsweise... Das ist auf jedem Server. Ja. Ja. Auf jedem Server. Also vom Lesen klang das richtig gut, aber das war halt wirklich, dass die Polizei in dem Moment immer die Server-Administratoren sind. Ja, und wenn die Polizei mal in Unterzahl ist, dann wird richtig getrollt. Okay. Kurz. Ist runter mit der CT. Stimmt. Ich hab gesagt, kurz ist runter. Kann CT. Ich bestätigen. Ready? Okay, jetzt mache ich ultra low. Jetzt hole ich mich mal mit der Arme auf lang. Natürlich machen wir, wie ich sage. Hier, drei und gutes. Hat die mich jetzt schon durch die Wand? Ich gehe wieder kurz. Also von euch hat jetzt noch keiner CSGO. Das ist Nein. jetzt richtig. Ja, das ist richtig. Aber ich habe CSGOs. Aber gut, so ganz altmodisch sind wir nicht. Wir haben beide Condition Zero, ne? Ich geh mal angucken. Good steps. Dann komm zurück. Lange ist sauber. Kurz ist auch sauber. Ich guck mal bitte. Flash auch aus Katas. Ich bin hinter dir. Granate durchs Loch. Soll ich noch eine einstecken oder was in der Tasche oder wie? Achso, Glock meinst du? Ich geh's lang, kurz, ich geh kurz. Okay. Flash bei mir. Komm bei mir. Kurz. Kurz noch einer. Sauber. Was sagst du noch? Geh wieder kurz. Kennst du noch die Abkürzung, Sankron? Hä? Ich weiß nicht, mit Boosten. Mit dem Boosten, genau. Klappt auch bei Go. Okay. Kurz. Ich hab Nein, du bist Deko. Nimm mir gleich mal ein taktisches Schild. Nein, da gibt's Molotow-Cocktails. Ja, ich wollte schon sagen, da gibt's Molotow-Cocktails jetzt. Kurz klingt sauber. Kurz, Mitte ist sauber, ich bin Mitte, ich bin Mitte, ich bin Mitte. Ich gucke auch gerade das in die Mitte. Clean. Ich glaube B. Ja, B. Verschiebe über. Ich gehe Katas schon mal rein. Ich bin in Katas. Achtung, ich flashe. Ah, Mist. Ah, Scheiße. Okay, also Katas sind zwei Mann, ne? Die Ave ist Katas und eine 16 ist Katas. Ne, ja, ein 16. Hat das noch Arme, ne? Hat das noch einen down? Ah, schade. Ja, es war deine Chance hier. Hast du nicht genutzt?
Ich gehe mal lang. Ich glaube lang. Ich sitze hinten in einer Rampe drin und hoffe, sie laufen an mir vorbei. Kannst du noch lang mitgucken, Sankran? Aber pass auf, könnte eine Awe dabei sein, ne? Lange sauber. Leg nur mal kurz ab. Durch. Oh, verdammt. Was ist da los, B? Ich komme mal mit B, Gatasan. Jetzt kommen sie bestimmt da, 100 Pro. Vermutlich. Gatas sind sie. Bombe ist Gatas. Oh, verdammt, und Mitte ist einer. Mitte oben. Zwei Katas, einer Mitte. Mann. Ist die Bombe. Gut, dann gehe ich B. Na klar, wenn ich B gehe, werde ich natürlich direkt getroffen. Kurz. Mitte oder glaube ich, war eine Flash. Kurz, kurz, kurz. Kurz durch. Einer tot. Mitte kommt einer. CT. Okay. Mitte die Jahre. Kurz kommen Steps. Cool, 7 AP noch. Naja, der hat die Arbe aufgenommen. Nee, der hat eine eigene.
Sehe schon wieder Spanier. Und du weißt, dass du nach 2 Schuss tot bist. Ups. Flash Metal, ich bin jetzt gerade CT-Spawn. Flash lang. Mit der Flash, kurz kommen die, kurz kommen die. Oder? Jetzt kommt hier, jetzt kommt wieder Nuscht. Ah, Scheiße. Kurz ist die Bombe. Renn zurück. Die rennen beide zurück. Nee, ich habe am Anfang nur ein bisschen doof gespielt. Kurz ins Flash, ich bin blind. Lang, Bombe. Bombe ist lang. Ja, dann gehen sie an. Mitte raus. CT. Sag mal, komm mal mit kurz. Wir sind gegangen. Ne? Was war das denn? Ja, weil sie gegangen sind und der ist dann. Ding versteckt noch weniger. Die CS Disconnect. Das weiß ich. Das hat war doch vorhin auch schon so. Was? Was habt ihr denn für Init-Leitungen an sich? 25.000er Leitung. Okay. Eieiei. So, Blume wurde gekickt. Mich. Ah, jetzt. Nee, das mach ich nie wieder an. Ach, der Scheiß bricht doch direkt dann ab wieder. Dann habe ich schlechte Laune und dann gehe ich schlechte Laune ins Bett. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Hau ich ab, ja, weißt du? Wenn hier der Grafiktreiber abschmiert und den Neustart machen muss. Ja, ich bin ja schon dabei. Lass mal Terror machen wieder.
Können wir zumindest bestimmen, wo es lang geht. Antwortet keiner mehr. Sind glaube ich alle schlafen jetzt. Ich muss sagen, Worms Armageddon macht wahrscheinlich sogar mehr Spaß. Ne, ich hab mit so einem anderen Typen halt Worms Armageddon gespielt. Und jetzt weiß ich, wie man da endlich einen Server hostet. Du kannst quasi, wenn du im Wormnet bist, gibst du einfach einen Chatbefehl ein. Gibst richtig einen Chatbefehl, P-Host oder Host, und dann kannst du das Spiel aufmachen quasi. Kannst du sagen, was für ein Modus, zum Beispiel super scharfen Modus, ach, ganz verrückte Sachen im Grunde. Gibt's sogar Golf und so ein Quatsch. Und da hast du zumindest, hast du da auch Leute, ne? Die hast du hier nicht. Also im anderen, das ist halt das Problem. Ey, es ist... Nur wobei die Sachen, die sie da anbieten, eigentlich relativ aktuell sind, ne? Mädels, wo habe ich Teamspeak? Ich weiß auch nicht, wo du Teamspeak hast. Lass den Sanker noch in Ruhe. Ich mach doch schon. Ja, die doch nicht voll spam. Ich hab euch was im Teamspeak geschickt. Wo hab ich denn mein Teamspeak? Warte mal, C Programmer, C war. Moment, muss ich gerne mal gucken. D, aber wenn ich aber System auf D hab, ist es trotzdem auf C? Aktivieren mein Steam. Du gehst einfach auf Spiele, ein Produkt bei Steam. Und wenn, dann ist es nicht für Steam. So wie mein Diablo. Ladenversion offiziell. Ja, Retail heißt eigentlich Einzelhändler. Ne, die habe ich schnell geholt. Da danke ich. Aber da würde ich eigentlich mal sagen, bei mir wird es wahrscheinlich noch länger, obwohl um die Uhrzeit. Naja, 1,3, mal sehen. 1,4 habe ich. 1,8, Hat einer von euch übrigens mal Black Mesa gespielt? Ich hab's mal angetestet, aber nie wirklich durchgespielt. Es ist nett aber gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin kurz vorm Schluss. Und dann habe ich, Black Mesa? Ja. Ja, das ist ein naja, es gab von ja Half-Life und dann gab es Half-Life Source. Richtig, und das ist halt dieses Fanprojekt Black Mesa, wobei das aber nicht komplett ist. Ne? Da fehlt ja irgendwie noch Xeno oder wie die. Nee, Zen heißt die Welt. Toll. Aber seht den Key als kleinen Vor-Nikolaus-Geschenk an von mir.
Oh, da danke ich. Oh, Nikolaus. Jo. Ei. Da können wir jetzt nämlich auch mal. Oh, was hol ich jetzt zu Weihnachten für den Sepp? WhatsApp, gleich kannst du schon spielen und BB sitzt. Also ich kann bei mir gucken, ey, bei mir lädt er, ich habe einen 400er Ping, ich bin mir also ziemlich sicher, dass er lädt. Du könntest theoretisch jetzt noch hingehen und könntest bei Steam die Downloadgeschwindigkeit begrenzen. Nein, ich meine BB, da könnte noch mehr CS spielen. Ja, sowieso begrenzt. Ach nee, 2.9, das geht ja eigentlich vom Speed. 2.9 geht. Dafür, dass ich manchmal nur 300 habe oder so, 300 Kilobit. Naja, eine halbe Stunde. Pass mal auf, wir machen es mal ganz einfach. Das kann man auch machen, aber ich mache es jetzt total einfacher. Ich gehe in Stream jetzt einfach mal auf CSGO. Ach, jetzt muss ich Stream. Du, ihr kann aber kein Stream gucken, nicht bei der Leitung.